Auf der EKTEC München 2011 präsentierte sich der Bundesverband Solare Mobilität in einem neuen Look. Das Standkonzept wurde dem Credo des Verbandes angepasst. Der neue Auftritt des Bundesverbands Solare Mobilität ist tatsächlich einmalig in der Geschichte auch. Wir haben erstmals auf der EKTEC hier den größten Stand aller Aussteller mit ca. 800 Quadratmetern. Und wir haben ein Konzept gesucht, was die Leichtigkeit, Leichtbauweise vermittelt, was zu den Fahrzeugen als Kriterium passt. Und wir haben etwas gesucht, was einen Gemeinschaftsstand verkörpert. Es ist nicht ganz einfach abzugrenzen, wo welcher Teilnehmer beginnt. Auf dem Gemeinschaftsstand wurde Elektromobilität ganzheitlich präsentiert. Im Fokus standen dabei natürlich die verschiedenen Elektrofahrzeuge, die in einer bunten Vielfalt am Stand präsentiert wurden. Ja, wir sind hier mit dem Twike, ein Leichtelektrofahrzeug, was mit einer Geschwindigkeit von 85 km/h zwei Personen transportieren kann. Ein ideales Gefährt, um alltägliche Wege zurückzulegen. Mit einem niedrigsten Energieverbrauch von 7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und die lassen sich vorzüglich mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach erzeugen. Und das ist auch das Ansinnen des Bundesverbands Solare Mobilität, regenerative Energie und Mobilität zusammenzubringen. Wir sind Händler von verschiedenen Elektrofahrzeugen. Wir machen markenübergreifenden Vertrieb. Die Gemeinsamkeit unserer Produkte ist ein schönes Design, eine gute Qualität und natürlich, dass sie elektrisch angetrieben sind. Wir haben hauptsächlich europäische oder amerikanische Produkte im Sortiment aus den unterschiedlichsten Bereichen. Mit der Idee Turn-E soll Klassiker neues Leben eingehaucht werden. Damit bekommt die Elektromobilität einen Retro-Trend. Alte Chassis werden mit einem Elektromotor ausgestattet. Wir haben uns bis jetzt mit Smarts beschäftigt und Smart-Umbau gemacht. Da haben wir ziemlich viel gelernt, also einfach das Thema Umrüstung. Jetzt, nachdem die großen OEMs dann auch Serienfahrzeuge ankündigen, ist es für uns halt einfach interessant, eine neue Nische zu finden, wo wir einfach nicht immer den Produkten der OEMs hinterherrennen, sondern wo wir einfach unsere eigene Schiene fahren können. Und das ist jetzt eben hier das Thema Replikas und Oldtimer-Konvertierung. Einen inoffiziellen Weltrekord konnte Beatrix bei der Anreise von Geschäftsführer Daniel Sperling verbuchen. Mit nur einer Batterieladung legte er 1000 Kilometer von Flensburg bis nach München zurück. Daniel, warum habt ihr das gemacht? Wollte mal zeigen, wie weit ein Elektroauto wirklich fahren kann. Man sagt, ein Elektroauto fahren nur 100 Kilometer, das stimmt ja gar nicht. Das heißt, 1000 Kilometer waren auch kein Problem? 1000 Kilometer sind gar kein Problem. Und ihr seid auch nicht, wie angekündigt, nur 50 gefahren? Nein, wir sind zwischen 70 und 80, teilweise 90 gefahren. Aber Landstraße? Nein, nicht Landstraße. Wir haben ein Stück Landstraße gemacht, ja. Aber ging einfach nachts nicht, viel zu viele Kurven. Aha. Deswegen sind wir nach ausgewichen auf die Autobahn. Wir sind mit einem Citroën Berlingo, das ist ein Kleintransporter, von Flensburg nach München 1000 Kilometer mit einer einzigen Batterieladung gefahren, um damit zu zeigen, was elektromobil schon möglich ist an Reichweite. Andererseits wird sich der ein oder andere eben fragen, was soll das? Wir testen mit diesem Fahrzeug auch unsere Batterien. Es waren also 10 Batterien, wie wir die in einem Smart for Two, wie wir den umbauen zu dem Fahrzeug, was man im Hintergrund sehen kann, verwenden. Um die Elektromobilität in Deutschland weiter voranzutreiben, wäre eine Unterstützung seitens der Politik wünschenswert. Meine Vision ist immer eine Stadt ohne Lärm und Abgase. Also ich will irgendwann mal in einer Stadt wie Berlin leben mit einer Luftqualität wie auf dem Land. Das finde ich einfach, wäre eine verdammt tolle Sache. Man muss nicht mehr rausfahren am Wochenende, weil es dort schöner oder bessere Luft ist, sondern man kann in der Stadt bleiben. Die Lebensqualität steigt einfach aller Leute. Man ist weniger gestresst, man hat weniger gesundheitliche Probleme. Und dann natürlich kommt wieder, wie gesagt, der Klimawandel. Und es geht einfach um Ressourcen auch. Und Elektrofahrzeuge sind einfach effizienter als Verbrennungsfahrzeuge. Und die Ressourcen, die wir haben auf der Erde, die müssen wir einfach effizienter nutzen. Die EKTEC war für den BSM ein großer Erfolg.